Willkommen bei SOMEX ON AIR. Unser Thema heute: Content Strategy und Content Marketing. Parallelen, Unterschied, Erfolgsfaktoren. Beispiel, darüber reden wir mit einer Expertin und einem Experten. Ich möchte dich kurz vorstellen. Einerseits mit dabei ist Gergina Ristova von Nemix. Hallo Gergina. Hallo Christoph. Und der zweite Gast ist der Simon Künzler von Xeit. Hallo Simon. Hallo Christoph. Wie immer der Hinweis an all die, die zuschauen auf YouTube. Ihr könnt uns Fragen schicken, Meinungen schicken über Facebook, Twitter und Google+. @SOMEXCloud auf Twitter, facebook.com/SOMEXCloud auf Facebook. Und eben auch auf Google+ haben wir eine Page, wo ihr uns Fragen schicken, Meinungen schicken. Wir sammeln das alles sammeln und dann im zweiten Teil von der Diskussion darauf zu sprechen kommen. Jetzt als erstes würde mich interessieren von dir, Gergina, du hast ein MBA. Abschlussarbeit über Content Marketing geschrieben. Kannst du etwas dazu sagen? Was war so die Fragestellung von dieser Arbeit und was sind die Erkenntnisse? Was ist dabei rausgekommen? Die Fragestellung war, wie man Content Marketing im Geschäftskundenbereich, also im Business-to-Business-Sektor, kann einsetzen, wie geeignet es ist als Massnahme im Marketing. Die Erkenntnisse sind, dass Business-to-Business und Content Marketing ein Traumpaar sind. Im Business-to-Business-Sektor besteht nämlich aufgrund von der Komplexität von Produkt- und Dienstleistungen ein viel grösserer Erklärungsbedarf. Und da leistet Content Marketing viel Aufklärungsarbeit. Außerdem ist der Aufbau und die Pflege von der Kundenbeziehungen im Business-to-Business-Sektor viel langwieriger als im Business-to-Customer-Bereich. Und da hat Content Marketing Zeit zum Wirken und zum Schaffen. Da hilft Content Marketing beim Aufbau von der langfristigen Kundenbeziehungen. Weil man kennt seine Kunden viel länger und dadurch auch besser und kann ihre Interessen in jeder Phase vom Kaufzyklus regelmäßig und langwierig mit relevantem Content bedienen, wo eben Zeit hat zum Wirken und Fahrt kann aufnehmen. Jetzt kannst du sagen, du schaffst bei Nemix, dort gibt es Content Force. Was haben eure Kunden für Anliegen, wenn es um Content Strategy und Content Marketing geht? Die Anliegen sind so verschieden wie die Unternehmen selber. Es ist meistens so, dass jeder Kunde in der einen oder anderen Form bewusst oder weniger bewusst ein Content-Anliegen hat und wir unterstützen die Kunden beim Aufbau, bei der Planung, bei der Organisation, bei der Umsetzung der Content-Marketing-Massnahmen. Mit anderen ermitteln wir mögliche Massnahmen im Rahmen einer umfassenden Content-Strategie. Jetzt du, Simon, du bist Dozent an der ZHW. ZHW, SOMEXCloud ist Partner bei der ZHW auch. Jetzt in den Lehrgängen, wo du unterrichtet tust, was möchtest du den Studierenden mitgeben, wenn es um Content geht? Ja, also eines meiner Hauptbotschaften ist eigentlich immer, dass es im Internet geht. Vor allem um Kaufentscheidungsprozess und es läuft ganz viel verschiedene ab, so wie das Gergina vorher auch gesagt hat, im B2B-Bereich, und dort sind es doch noch viel länger. Und ich sage dann einfach, im Web brauchst du immer wieder verschiedene Kontaktpunkte, also solche Touchpoints, wo man in Kontakt kommt mit einem potenziellen Anbieter, je nachdem, wenn es um Haarbahnung geht. Und dass eben dann verschiedene Plattformen, Tools und Instrumente braucht, wo die User auch in Kontakt kommen. Und es braucht, damit Kontakt überhaupt entsteht, braucht es noch Content, wo interessant ist, wo Bedürfnisse erfüllt, wo Ziel erfüllt von Unternehmen. Und dort braucht es eigentlich den Content. Kannst du auch noch etwas dazu sagen, zu den Diskussionen, die du hast mit Kunden bei Xeit? Wie sieht es da aus? Was haben die Kunden für Anliegen, für Fragen, wenn es um Content geht? Ja, also es gibt, ich habe schon mehrfach gesagt, es gibt immer solche verschiedene Arten von Kunden, die einen, die schon, sag jetzt mal, straightforward sind, die schon genau wissen, um was es geht. Aber ich behaupte, zum Beispiel bei vielen ist man auch immer noch Aufklärungsarbeit leistet, um überhaupt klar zu machen, dass im Web auch um Content überhaupt geht und dass man es sehr gezielt einsetzen und dass man es eben schlau und gezielt muss machen, bedürfnisgerecht und mit dem überhaupt kann arbeiten und dass die Leute über Inhalte auf einmal hinzukommen und nicht eben so wie das Push-Marketing, sondern dass das Pull- oder Inbound-Marketing überhaupt eine Option ist und dann man es aufzeigt, dass es überhaupt kann und darf funktionieren. Und die große Diskussion ist nachher immer dann, ja, wer macht es und wie viel Aufwand, wie viel Ressourcen, was sind Prozesse, genau.
Ich komme nachher noch darauf zurück, genauso wenn es darum geht, es dann auch zu machen. Vielleicht noch ein paar Schritte vorher. Einer von den Zielen von dem Hangout ist ja letztlich unter anderem die beiden Begriffe Content Strategy, Content Marketing, wo viel zusammen genannt werden, wo vielleicht auch viele ein bisschen verwechselt werden, ein bisschen genauer zu definieren. Vielleicht du zuerst, Georgina, wo siehst du so einerseits den Unterschied zwischen den beiden Bereichen, aber auch Parallelen, jetzt mit Blick auf Ziel, Massnahmen, mögliche Instrumente? Also Content-Strategie ist das Regelwerk und das Planungsdokument, wo Ziel, die Massnahmen, die Organisation und die Messung festlegt. Eine von den Massnahmen in der Content-Strategie kann, muss aber nicht Content-Marketing sein. Content-Marketing verstehen wir eigentlich als die Erstellung von relevanten, interessanten, nützlichen, unterhaltsamen, werbefreien und vor allem auch kostenlosen Inhalten, die allen zugänglich sind, ohne Restriktion, mit dem Ziel von Kundengewinnung, Kundenbindung, Leadgenerierung, Umsatzsteigerung, Steigerung von der Markenwahrnehmung. Also es könnte die verschiedensten Ziele sein. Das heisst, Content Marketing ist eine mögliche Massnahme. Content Strategie ist das umfassende Regelwerk, das definiert, wer ich mit welchen Content-Arten ansprechen will, wer für den Content zuständig ist, was für Ressourcen dort einfließen und investiert werden, wie man das am Schluss misst und wie man das Ganze dann auch optimiert aufgrund der Learnings, die man daraus herauszieht. Wie siehst du das, Simon? Content Strategy, Content Marketing, wo siehst du den Unterschied und auch wo siehst du den Zusammenhang? Georgina hat jetzt gesagt, Content Marketing, das ist wie so ein Teil von einer umfassenderen Content Strategy. Siehst du das ähnlich oder wie würdest du den Bereich definieren? Eben gut, über Definitionen finde ich relativ schwierig noch im Moment in diesem Bereich. Also alle verstehen sich etwas anders drunter, aber ich würde grob sagen, Content Strategie heisst, dass man überhaupt Content als strategisch einsetzt, dass man das überhaupt erkennt, dass man es so einsetzen kann. Und dann sagt man vielleicht auch eben wie und für wer und wieso überhaupt. Und nachher beim Content Marketing sehe ich eher nachher wirklich als operative Massnahmen, was machen wir, wie viel, wo drüber geht es, wie planen wir es, auf welchen Channels und Plattformen machen wir es schlussendlich. Also eher so wie Massnahmen, operative Ebene, wenn wir sagen, eben so wie übergeordnet machen. Soll er darstellen. Wenn man vom Operativen noch einen Schritt weitergeht, stellt sich irgendwann auch die Frage, wie messen wir jetzt, ob wir die Ziele erreicht haben, die wir uns gesetzt haben, wie messen wir, ob Content erfolgreich ist. Was sind so deine Empfehlungen in dem Bereich, Georgina? Also Ziele sind meistens relativ allgemein formuliert. Die Leistungskennzahlen oder KPIs sind sehr spezifisch auf die Ziele abgebrochen. Zielsetzung kann sein, dass man beispielsweise Konversionen steigern will, also mehr Kunden, mehr Umsatz generieren will. Eine andere Zielsetzung kann sein, dass man beispielsweise den organischen Traffic auf der Webseite steigern will, also für mehr Besucher sorgen will. Oder dass man das Engagement der Besucher steigern will, also für eine längere Verweildauer sorgt. Dass man aber auch beispielsweise die Markenwahrnehmung versucht zu steigern, also die Bekanntheit. Die Leistungskennzahlen, die sich zum Beispiel daraus ergeben könnten, sind beispielsweise die Ansichten oder Downloads, also wie viele Ansichten oder Downloads hat der Content ausgelöst, der Social Response, also beispielsweise wie viele Social Shares, also Likes, Comments, Posts, Tweets, Retweets etc. hat der Content bekommen. Bei der Lead-Generierung können wir die Frage versuchen zu beantworten, wie viele Besucher denn den Kontakt mit uns tatsächlich hergestellt haben, beispielsweise ein Kontaktformular ausgefüllt haben, nachdem sie den Inhalt konsumiert haben. Und bei den Sales kann man versuchen, die Frage zu beantworten, wie viele von den Besuchern sind denn tatsächlich zu Kunden konvertiert, nachdem sie Content von uns konsumiert haben. Und indem man einzelne Seiten online einen monetären Wert zuweisen, kann man den ROI von Content via Google Analytics ermitteln. Und dort gibt es eine ganz klare Anleitung, wie man dabei kann vorgehen kann. Sehr viele Zahlen, sehr viele mögliche KPIs sind schon genannt worden, gerade von der Georgina. Hast du gerade noch etwas, Simon, so ergänzend oder vielleicht eine andere Sichtweise auf die Frage, wie man die Ziele kann
messen, vielleicht auch, was für Ziele überhaupt sinnvoll sind im Bereich Content Strategy und Content Marketing? Ja, also ich glaube, sie hat das schon ganz gut alles erzählt. Ich glaube, wichtig ist, dass man es eben, ich wiederhole mich halt gerne, wenn sie mit dem Kaufentscheidungsprozess je nach Phase verschiedene Ziele definiert hat und das dort nach oben abbricht. Also wird man vorne im Trichter einfach den Kontext generieren oder hinten dran über den Leads generieren oder über welche Massnahmen wird welche Conversion Rate schlussendlich erzielt, dass man gesehen hat, dass man auf irgendeiner Plattform eigentlich weniger Kontakt hat, aber nachher Conversion Rate und vielfach höher ist als an einem Ort, wo man sehr viel Kontakt hat, dafür noch weniger Response generiert wird. Das ist, man soll immer noch so eine qualitative Komponente wenn möglich durchkommen. Nochmal ein Hinweis an all die, die bei YouTube zuschauen. Wir können uns Fragen schicken. Twitter, Facebook, Google+, @SomexCloud auf Twitter, facebook.com/SomexCloud auf Facebook und auf Google+ haben wir auch eine Page. Unsere beiden Gäste, Georgina Ristova von Nemix und Simon Künzler von Xite. Wir sind gerade dran gewesen, Content Strategy, Content Marketing ein bisschen abzugrenzen, zu definieren, mal zu sagen, um was geht es überhaupt in diesen beiden Bereichen. Ich möchte als nächstes eine Beobachtung von mir ansprechen. Und zwar habe ich, als ich das letzte Mal gemacht habe, vor 2-3 Wochen, auf LinkedIn geschaut, Content Strategist, die Rolle. Wie viele Leute haben das eigentlich in der Schweiz? Dann habe ich 11 Personen gefunden. Interessanterweise auch noch recht viele Leute, die für Firmen arbeiten, mit Mutterhäusern in den USA. Das heisst, der Hauptsitz in den USA sagt, hey, Schweizer Filiale, ihr braucht einen Content Strategist, aber einfach so wäre die Schweizer Filiale noch nicht auf die Idee gekommen. Was habt ihr das Gefühl? Hängt es einfach damit zusammen, wie die Leute sich beschreiben auf LinkedIn, dass man da nicht mehr Leute finden tut? Oder ist es einfach tatsächlich so, dass die Rolle noch nicht so etabliert ist und sehen da vielleicht Gründe dafür? Ja, vielleicht du zuerst, Simon. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, die Geschichte wiederholt sich, oder? Jetzt als Community Manager, was es noch nicht gegeben hat, und in den Staaten oder in den USA schon lange, in der Schweiz noch nicht. Das hat sich mittlerweile, glaube ich, da in der Schweiz auch etabliert. Und das Thema Content Marketing, Content Strategie kommt eher aus dem Bereich und ist in der Schweiz auch so vom Wording her, glaube ich, vor allem noch nicht so angekommen, obwohl man es aber sich auch eigentlich schon lange macht. Ich finde dort spannend, dass wir früher noch von Content Marketing vor allem im Kontext von Webseiten geredet haben, ganz am Anfang, also ganz, ja, irgendwann einmal am Anfang. Dann ist das Thema Social Media gekommen, wo man dann einfach gemerkt hat, auf deiner Plattform braucht es auch Inhalt und hat dort eigentlich so ein kanalbasiert fast von Content Marketing geredet und jetzt kommt es wieder eigentlich wie solche Plattformen übergreifend oder eigentlich ins Zentrum, das heisst, wir brauchen zuerst Inhalt und dann entscheiden wir, wo Bedürfnisse fehlen und dann entscheiden wir, wo geht das drüber und wie spielen wir die Kanäle auch hin und her und nicht nur mehr an die Distribution denken. Ich glaube, das ist einfach so vom, noch nicht so ganz angekommen. Ja. Wie siehst du das, Georgina? Eben die Beobachtung auf LinkedIn, ist das jetzt einfach Zufall oder ist doch ein bisschen ein Indikator dafür, wie Firmen eben zum Beispiel, wenn sie Personalpolitik betrieben, im Moment über die Tätigkeitsbereich denken? Zufall ist es nie. Ich denke, wie immer ist man in den USA weiter als bei uns. Und wie immer werden wir früher oder später nachziehen. Wie sich die Rolle nennt, ist meines Erachtens nicht so zentral. Wie der Simon schon erwähnt hat, ist die Rolle jetzt schon einfach unter anderer Bezeichnung in vielen Unternehmen bestehend, präsent. Also früher oder später werden wir in diesem Bereich wahrscheinlich nachziehen. Vielleicht kann ich gerade dort einhaken, wenn du eigentlich sagst, es kommt gar nicht so darauf an, wie die Rolle bezeichnet wird. Es kommt wahrscheinlich eher darauf an, was hat die Leute, was brauchen die Leute für Kompetenzen, was machen die Personen denn genau. Was denkst du dort dazu, Georgina? Eben ein Content Strategist, ein Content Marketer, wie auch immer er dann heisst und wie auch immer er sich auf LinkedIn nennt. Was sollte er können? Was ist so die Werkzeugkiste von so einer Person? Ein Content-Strateg sollte meines Erachtens High-Level-Content-Prozess steuern. High-Level, also Vogelperspektive. Er ist anders als der Content-Marketer, ist er strategisch involviert und strategisch am Mitdenken und Treiben. Ein Content-Marketer hingegen sollte eher ein guter Kommunikator sein, können zuhören und auf Basis von deren Analyse und Beobachtung dann auch Zielgruppen und businessrelevante Content können erstellen. Wie siehst du das, Simon, wenn du jetzt zum Beispiel
ein Jobinserat müsste schreiben für so eine Person? Was müsste dort unbedingt drinstehen? Also jetzt beim Strateg vor allem, oder bei beiden? Bei beiden, ja. Ja, beim Strateg braucht sicher jemand, der sich mit Strategien grundsätzlich auseinandersetzt, schon in der Vergangenheit, dann aber sicher auch sehr hohe Internetaffinität hat, glaube ich, ist noch wichtig. Aber umgekehrt auch überhaupt grundsätzlich psychologisches Verständnis noch hat, weil bei Content geht es auch um Shareability häufig, also um Teilbarkeit oder wie stark es eben geteilt wird nachher. Und ich finde es auch immer spannend, wenn es rausgeht im Offline-Bereich, dass man halt Motiv oder Aktionen macht, die dann im Online-Bereich wieder geteilt werden. Das ist unsere, wie das gesagt, unsere Helikopter- oder gesamtheitliche Perspektive betrachtet. Also nicht eine reine Online-Person, sondern eine starke Online-Affinität, wo das strategisch besteht und im operativen sicher jemand, wo analytische Fähigkeiten mit Web-Analyse-Tools, aber auch noch so ein SEO-Teil auch noch dabei hat. Das ist immer noch ein Aspekt, der darf zwar nicht zu hoch gewichtet werden und sicher schon mehrjährige Erfahrungen in diesem Bereich, in den nächsten 10 Jahren natürlich. Wenn ihr ein Beispiel nennen von Firmen, wo jetzt im Bereich Content Strategy, Content Marketing gute Arbeit leistet. Was kommt dir in den Sinn, Gergina? Vielleicht auch, welche Firmen hast du dir in deiner Arbeit angeschaut? Jetzt einerseits in der Schweiz, aber auch international. Was können wir da für Brands nennen? Es gibt etliche. Also da können wir wirklich eine endlose Liste liefern. Wir bringen regelmäßig neu auf unserem Twitter-Kanal Namix Content Force und unter dem Hashtag CM Beispiele. Und das Beispiel, das ich gut und gerne bringe, ist ein Forum, das User-Generated Content mit Content Marketing verbindet auf einer Online-Plattform. Und zwar ist das die Small Business Online Community von der Bank of America. Wir haben auch von American Express ein gutes Beispiel, das Open Forum, wo so ein auch klein bis mittelgroße Unternehmen dort ansprechen mit Content-Marketing-Massnahmen. Wir haben das weiteres Bankbeispiel, ist von der Credit Suisse auf Englisch, The Financialist, thefinancialist.com heisst es, ist so ein Online-Magazin auf Englisch von Credit Suisse, wo auch ganz klar eine Content-Marketing-Massnahme ist. Und so die üblichen Verdächtigen, die grossen, die wir alle schon kennen, wie ein Coca-Cola, wo wahnsinnig Content-fokussierte Unternehmenswebseiten gelauncht hat. Wir haben das Red Bull, wo die Leute im Red Bull Media House dort Content anbieten und die User dort befähigen, eigenen Content dort aufzuschalten. Und so national natürlich den Namix-Blog, wo wir ganz klar Content-Marketing betreiben, blognamix.com. Wir haben Employer-Branding-Content-Marketing von Swisscom, das ist der ict.swisscom.ch-Blog, wo eine ganz klare Content-Marketing-Massnahme im HR-Bereich ist. Wir haben den Zülke-Blog, der ein fachspezifischer Blog ist, der von Zülke-Mitarbeitern geschrieben wird. Sowohl der ICT-Blog als auch der Zülke-Blog sind von Namix umgesetzte Content-Marketing-Massnahmen. Und es gibt dort etliche andere Beispiele in der Schweiz, die man jetzt könnte nennen. Ist super, wenn du dich nicht alle nennst, weil dann kann vielleicht der Simon noch das eine oder andere nennen. Oder hast du, wie siehst du das, wenn du Beispiele möchtest nennen aus der Schweiz, aber auch international? Was kommen da für Firmen oder für Beispiele oder vielleicht auch für Personen in Sinn? Mhm. Also eben die üblich Verdächtigen, das Schwarzkopf-Beispiel ist ja noch, wo, aus Deutschland, wo die sagen, wo der Verantwortliche sagt, sobald man sich mit dem Thema Haar und Pflege im Internet beschäftigt und nicht besucht, soll man einfach auf die Webseite stoßen. Und das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel, wie es aufbauen ist. International ist zum Beispiel SAP, wo das sehr professionell macht mit Content Marketing im B2B-Bereich vor allem. Und ein Beispiel, das mir jetzt gerade kürzlich aufgefallen ist, wo live gegangen ist, das ist Qantas, also irgendwie, ich muss schnell nachschauen, wie man schreibt, das ist das Personal Finance Portal, wo aufgegangen ist, wo von Crealogix, glaube ich, initiiert worden ist. Die machen so ein Online-Magazin. Ich glaube, zusammen mit der NZZ. Genau, danke. Und im, also es geht um Personal Finance, wo man seine persönlichen Finanzströme kontrollieren etc. und managen, verschiedene Banken auch. Und die haben parallel ein Online-Magazin, wo sie halt einen Budgetplan, Spartipps, whatever geht und die Leute über Inhalte
so Anzeichen in dem Sinne. Und aus dem eigenen Haus, um auch noch schnell ein bisschen Eigenwerbung zu machen, haben wir das Projekt für die Stadt Baden mit dem freizeitblog.baden.ch, wo man ein Newsletter dazu hat und gibt eigentlich über verschiedene Massnahmen mit Content betreut und auch überall Conversion Rate schlussendlich messen. Also etwas im ganz kleinen touristischen Bereich schlussendlich. Jetzt haben wir Fragen bekommen von Leuten, die da zuschauen auf YouTube. Die erste schließt, glaube ich, auch etwas an, was du angesprochen hast, Simon. Sie kommt vom AdSwissRoman auf Twitter, der Roman Kappeler, ein ehemaliger Summit-Teilnehmer. Mhm. Er würde gerne wissen, du hast angesprochen, den Kaufprozess, Content Marketing als Teil vom Kaufprozess. Mhm. Er fragt jetzt, Kaufprozess und Content, ist das nicht gegenläufig, weil eigentlich der Content finden sollte und nicht primär verkaufen muss? Oder wie siehst du das, seine Einschätzung? Also gut, Content verkaufen in dem Sinne ist vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Das heisst, je nach Phase, wo im Kaufentscheidungsprozess steht, um andere Inhalte mit anderen Vorgaben bereitstellen. Das heisst, zuerst über öffentlich zugängliche grosse Content, wo man zuerst gerade draufkommt. Und dann im zweiten Schritt, jetzt, wenn es ganz schnell geht, ein White Paper oder was auch immer, ein Case Study zum Download anbietet und dort Leads generiert und die öffentlich, sagen Sie, irgendwie ein Event einladen, wo es nachher auch doch recht spannende Inhalte gibt. Und so eigentlich die Leute da an ein Unternehmen anführt, bis man eben dann einmal zum Kontakt oder Abschluss je nachdem kommt. Ja. Also es sollte eigentlich der Content sollte nicht verkaufen in dem Sinn, sondern den Verkaufsprozess unterstützen. Vielleicht haben sie ein bisschen ganz so genau formuliert. Möchtest du noch etwas sagen, Georgina, zu dieser Diskussion? Ja, ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen Content und Content Marketing. Inhalt dürfen auch werberisch sein, sie dürfen auch verkäuferisch sein. Ohne Content hätten wir keine Produktinformationen, ohne Content würden wir gar nicht können verkaufen. Also für mich ist zu unterscheiden zwischen, wie man etwas schreibt, wie man Content gestaltet, Web optimieren, Suchmaschinen optimieren, professionell aufziehen und Content Marketing, wo nicht verkäuferisch und werberisch ist vor der Gründung, wo aber ganz klar an businessrelevanten Zielen aufgehängt ist. Mhm. Gut. Hoffentlich ist der Roman zufrieden mit dieser Antwort oder mit diesen Antworten. Sonst kann er gerne wieder zurückschreiben und nachfragen. Eine weitere Frage, die wir zugeschickt bekommen haben, ist von Memi Beltrame und er möchte wissen, im deutschsprachigen Raum hat er das Gefühl, Content Strategy, Content Marketing, das wird irgendwie vermischt und vor allem hat Social Media das Thema kapert, hat er so geschrieben. Wie sehen wir das? Ich glaube, du hast das angesprochen, Simon. Es war so ein Thema, das man speziell um Websites herum diskutiert hat. Dann ist es irgendwann so ein bisschen gewandert auf Facebook und jetzt kommt es langsam wieder zurück auf Websites oder zu Websites. Wieso ist das so passiert und ist das ein Problem oder passiert das halt einfach, wenn verschiedene Leute verschiedene Meinungen haben? Also ich denke, ich kann da jetzt nicht irgendeine klare Antwort geben, aber so einfach das Gefühl, es braucht im Internet, können wir schon immer wieder, um das Wort wirklich noch brauchen, Buzzwords auf und immer halt entwickeln, das ist sicher so. Also, dass jetzt halt eben so das Social Media mäßige fokussiert auf einzelne Plattformen ein bisschen weg und hin wieder zu einer gesamte Perspektive zum Gesamtheitlichen, glaube ich schon. Und dass man jetzt noch nicht sich so genau weiß, was jetzt Content Marketing wirklich ist und was Content Strategy ist. Und aus dem SEO-Bereich und im Hilfe kommen Inputs, dann aus dem redaktionellen, aus dem PR-Bereich mit Inputs. Also ich denke, das ist momentan auch so ein richtiger Entwicklungsprozess vorhanden. Und wir haben auch schon gesagt, wir haben vor 5 Jahren schon Blogs gemacht im B2B-Bereich und haben so Leads generiert und hat niemand von Content Marketing geredet. Ja. Wie siehst du das, Georgina, so das Zusammenspiel oder die Präsenz jetzt von Social Media in dieser Diskussion?
Ich denke mal, auf die erste Frage einzugehen, Unterschied zwischen Content-Strategie, Content-Marketing, dass es zu häufig vermischt wird. Ich denke, das liegt vor allem daran, dass ein Verständnis dafür bzw. der Reifeprozess vom ganzen Thema sich noch im Anfangsstadium befindet. Ich glaube, je länger wir uns klar werden, was es ist, je länger wir es diskutieren, desto klarer werden die Unterschiede werden mit der Zeit. Was Social Media anbelangt, ich bin nicht der Meinung, dass Social Media Content kapert hat oder verhindert hat oder irgendwie als Thema zweitrangig gemacht hat. Ich bin der Meinung, dass durch Social Media Content überhaupt wieder relevant worden ist und überhaupt wieder an der Tagesordnung ist. Wie man gemerkt hat, dass Leute fähig sind, selber als Medium zu fungieren, jetzt die Leute haben die Macht, selber ein Media-Powerhouse zu betreiben, wenn sie möchten, mit ihrem eigenen Blog, mit ihrem Twitter-Kanal, mit ihrem Facebook-Profil. Und sie haben eine gewisse Macht und sie lassen sich nicht mehr viel sagen und sie können über Marken herziehen, wie sie wollen. Und man hat gemerkt, dass sie auf Social Media nicht wollen, mit Werbung und Push-Marketing-Massnahmen bestürmt werden. Und hat sich dann angefangen zu überlegen, wie können wir, welchen Content müssen wir denn bringen auf Social Media, um die Leute überhaupt so können anzusprechen, dass das sympathisch, authentisch, interessant, relevant daherkommt. Und aufgrund dessen ist das ganze Content- und Content-Marketing- und Content-Strategie-Thema erst wieder an die Tagesordnung gekommen. Sonst, also das haben wir ganz klar Social Media zu verdanken und der neue Konsumentenmacht in der Web 2.0-Welt. Gut, noch eine weitere Frage, die wir bekommen haben von der Antonia Frind. Sie möchte fragen, wenn jetzt jemand findet, morgen möchte ich starten als Content Strategist, als Content Marketer oder meine Firma, die macht jetzt ab morgen Content Marketing. Was sind so die drei wichtigsten Tipps zum Starten? Vielleicht von dir zuerst, Simon. Also jetzt als Job oder als Angebot in einer Firma? Also du bist jetzt zum Beispiel schon in dieser Firma und musst jetzt morgen läufst bei deinem Chef, bei deiner Chefin ins Büro hin und sagst, hey, ab heute heisst das Content Marketing und das und das kommt jetzt auf uns zu. Ja, dann würde ich einmal mehr halt mich wieder auf den Kaufentscheidungsprozess abstützen und dem Chef sagen, wir würden gerne mal schauen, wie sich unsere Kunden, wie das abläuft, von A bis Z, wo haben wir unsere Kontaktpunkte, wo haben die welche Bedürfnisse, und nachher eigentlich entscheiden, wie das wir dort Inhalte können generieren, aufbereiten, wo dann ihre Bedürfnisse erfüllen und dann so die ganze Story abgebrochen von unserer Positionierung können darüber erzählen und das so entsprechend mit Massnahmen und dann halt Planung aufsetzen und mal sagen, wie viel Zeit und Ressourcen man das für das gerne hätte. Ja. Und vielleicht im ersten Schritt mit der schon von KPIs und Views und Likes und Leads reden, sondern sagen, wir machen jetzt mal vielleicht ein Pilotprojekt oder einen Test und dann zeigen wir dir, wie das kann funktionieren und testen mal, wie unsere Zielgruppe wie die tickt und wie die reagiert. Was sind für dich, Gina, so die drei wichtigsten Punkte zum Starten? Ich denke, das sind irgendwie 6 Schritte. Also Ziel definieren ist der erste Schritt, das Kundenbedürfnis ermitteln. Der zweite, dann so ein bisschen die Konversionen definieren, also wie wenn wir es messbar machen. Der dritte, als vierten Schritt sehe ich so den Produkt- und Content-Mix festlegen, also welche Themen wollen wir übersetzen, mit welchem Content, auf welchen Kanal, wenn wir es vertreiben, wenn und wie oft, wer ist verantwortlich und dann erstellen und bewerben vor allem, also der Content wird sich nicht von selber bewerben, sondern den muss man aktiv bewerben, auf den Content aufmerksam machen und am Schluss halt auch messen als letzten Schritt und schauen, wie man den ganzen Plan muss optimieren, welcher Content funktioniert hat, welcher nicht und dementsprechend auch Verbesserungsmaßnahmen in den Weg leiten. Dann würde mich am Schluss noch interessieren, wenn jetzt jemand nicht gerade möchte starten, aber einfach so ein bisschen das Thema möchte im Auge behalten, was empfehlt ihr für Blogs, für Leute auf Twitter, für Konferenzen, so als Informationsquelle, wenn jemand sich ein bisschen möchte schlau machen über Content Strategy, Content Marketing, was lesest du zum Beispiel, Simon? Also ich verfolge schon relativ lange die Jungs von HubSpot, wo so auf das Thema Inbound-Marketing mit ihrer ganzen Software-Suite setzen.
weniger jetzt im Fokus auf die Software, aber wie sich die entwickelt, das beobachte ich relativ stark und wie die das auch immer wieder ausdehnt und Messungen machen und Case Studies haben. Ich glaube, da kommt man relativ viel mit über. Man muss aber auch vorsichtig sein, dass man eben nicht einmal dann als Lead die Teamlosigkeit. Gergina, hast du so Informationsquellen, die du könntest empfehlen? Ich empfehle unsere Nemix Content Force, die tut genau das machen. Sie tut jeden Tag oder regelmäßig die wichtigsten Tipps zu Content, Content Marketing, Content Strategie, verschiedene Beispiele und Best Practices beobachten und vertwittern für alle, was interessiert. Gut, dann vielen Dank. Ich glaube, wir können aus der Diskussion mitnehmen, dass einerseits so als Definitionsversuch kann man sagen, Content Marketing, das ist vielleicht einfach eine mögliche Massnahme, die aus einer Content Strategy resultiert. Ein zweiter Punkt, der, glaube ich, ziemlich wichtig ist, ist, dass wahrscheinlich schon ganz viele Leute Content Strategy, Content Marketing machen, das einfach noch nicht so nennen und sich vielleicht einfach die Rollen und die Tätigkeiten noch ein bisschen etablieren. Und drittens vielleicht so ein bisschen als Aufklärung für die Konfusion zwischen Content Strategy, Content Marketing und Social Media. Gergina hat angesprochen, dass wahrscheinlich Social Media Content erst wieder wichtig und relevant gemacht hat. Darum ist es durchaus wichtig, eben Social Media auch da rein zu denken. Ja, wie gesagt, vielen Dank euch beiden, Gergina und Simon. Danke. Gerne, danke dir. Danke auch wie immer all denen, die auf YouTube zugeschaut haben. Das Filmli gibt es wie immer im YouTube-Channel von SOMEXCloud, im Blog von SOMEXCloud, Twitter, Facebook, Google+, überall, wo ihr uns findet. Ja, das ist es für heute. SOMEX und erst nächstes Mal. Datum, Thema, Gäste findet ihr wie immer auf der Google+-Page. Vielen Dank für heute und bis bald. Ciao zusammen. Tschüss. Ciao.